Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 428, dem letzten Video im Jahr 2019. Und wenn ihr das Video seht, dann bin ich gerade am Silvester feiern. Ich habe das jetzt schon um 16.30 Uhr für euch aufgenommen, damit ich nachher nicht weg muss. Es ist halt irgendwie sonst ein bisschen doof meinen Freunden gegenüber. Also wundert euch nicht, ich habe aber genügend Nachrichten bekommen, um wahrscheinlich 3 Videos draus zu machen. Denn das, was heute nochmal durch die Presse ging, das war im Prinzip ein Querschnitt des gesamten Jahres 2019 nochmal auf einen Tag verpackt, wo alles dabei war. Wir haben den heiligen Thunfisch, der noch was raushaut. Wir haben die Neujahresbevormundung diverser Politiker. Wir haben die Grünen, die um die Ecke geschissen bekommen. Wir haben was zum Thema Finanzpolitik. Und wir haben was, was wahrscheinlich dem ein oder anderen Politiker den Abend ganz gehörig versauen wird. Da fangen wir auch gleich mit an. Denn die Großspenden in der Politik sind dieses Jahr massiv zurückgegangen. Ganz besonders hart getroffen hat das die CDU und die CSU, denn im Jahr zuvor wurden noch über 3 Millionen Euro gespendet, 3, irgendwas Millionen. Dieses Jahr waren es nur noch 1,2 Millionen und es fehlen, ich glaube, 3,1 Millionen war es letztes Jahr und 1,2 Millionen dieses Jahr. Also fast 2 Millionen Euro an den Großspenden sind dieses Jahr ausgeblieben. Viele der ehemaligen Großspender haben ihre Spenden zurückgefahren bzw. ganz aufgehört zu spenden. Und das bringt den ein oder anderen doch in arge Finanzprobleme. Das kann man wahrscheinlich schon so nennen. Denn gerade Parteien wie die CDU, die haben natürlich schon felsenfest darauf gebaut, das Geld zu bekommen. Ganz spannend ist, dass die Linken, die immerhin 60.000 Euro gespendet bekommen haben, denn alles über 50.000 muss ja gemeldet werden, Großspenden so und so, ihr wisst. Die Linken, die selbst 60.000 Euro kassiert haben, die sind mal wieder, ob das nun aufrichtig ist oder nicht, sei dahingestellt, die sind mal wieder für eine Abschaffung der Großspenden. Ja, gut. Bin mir echt nicht sicher, ob man das so für bare Münze nehmen kann, wenn selber auch Gelder eingesackt werden, wenn man selber Großspenden nicht ablehnt. Also konsequent wäre dann, seinen Großspendern mitzuteilen, hey Freunde, nett von euch, aber wir sind gegen Großspenden und wenn wir Großspenden pauschal abschaffen wollen, dann können wir die selber auch nicht annehmen. Das ist halt sonst schon ein bisschen Doppelmoral. Die einzige Partei, die in diesem Jahr keine Großspende erhalten hat, war die AfD. Die hat dazu auch nichts weiter gesagt, also da gab es jetzt keine riesige Meldung von wegen, oh, großes Drama, wir müssen die Großspenden abschaffen, bla bla bla, weil wir selber haben halt keine bekommen, da dürft ihr auch keine haben, also so dem anderen irgendwas nicht gönnen. Ich schätze immer, dass es bei den Linken primär aus diesem Anlass kommt. Die sehen, die CDU bekommt über 1 Million Spenden oder hunderttausende Spenden und sie selber haben nur, in Anführungszeichen, mickrige 60.000. Klar, 60.000 sind ein Haufen Geld, würde sich wahrscheinlich jeder mal mega drüber freuen. Aber im Vergleich zu den Spenden, die andere Parteien, wie teilweise auch die SPD einfahren oder die FDP ist da auch ganz gut mit dabei, das sind 60.000 nicht ganz so viel, das ist, glaube ich, schon nachvollziehbar. Also ich bin mir recht sicher, dass die Linken die Ersten wären, die die Hände aufhalten, wenn es darum geht, die Millionen zu verteilen. Aber es fordert sich natürlich immer schön, irgendwas abzuschaffen, wenn man selber nur so am Rande davon betroffen ist. Ja, was soll ich zum Thema ausbleibende Spenden noch sagen? Ich gönne es ihnen tatsächlich von Herzen, denn das, was die CDU dieses Jahr abgezogen hat, angefangen mit Artikel 13 über, naja, CDU halt, also SPD-Light oder wie man das nennen möchte, das verärgert nicht nur zahlreiche Bürger immer mehr. Klar, primär hat man immer so die Frau Merkel als Galionsfigur, aber die ganze CDU ist ja auch nicht besser, also nur auf die Merkel schimpfen, das bringt ja nichts, wenn noch 10 andere Merkels in der Pipeline stehen und ihren Platz übernehmen. Das ist genau das Gleiche dann im schlimmsten Fall in Grün oder so. Ihr versteht schon, was ich meine. Da muss man generell, oder die CDU generell, sollte sich darauf besinnen, mal wieder das zu werden, wofür sie eigentlich gewählt wurde. Eine konservative Rechts-der-Mitte-Partei. Dann würde es auch wieder laufen, dann kommen wahrscheinlich auch die Spenden wieder. Denn wer soll denn aktuell noch große Spenden leisten? Unsere Industrie, die das früher mal getan hat, die machen wir aktuell kaputt. Nicht zuletzt die CDU sorgt dafür, dass die Automobilindustrie kaputt geht, dass eigentlich sämtliche große Industriezweige in Deutschland ziemlich stark bedroht werden, beziehungsweise viele wandern ab. Wie war das? Sogar VW geht in die Türkei. Na, herzlichen Glückwunsch. Und warum sollte jemand Zehntausende oder Hunderttausende Euro an eine Partei spenden, die für seine eigenen Interessen überhaupt nicht mehr einsteht? Also das bringt ja nun wirklich nichts. Im Gegenteil, da schaufelt man sich doch sein eigenes Grab, wenn man denen auch noch Geld zuwedelt. Naja, muss jeder selber wissen, an wen er spenden will und an wen nicht, aber sich jetzt hinzustellen und fast schon so mimimi, dieses Jahr gab es weniger Großspenden, bla bla bla, bla bla bla, das ist schon irgendwie ein bisschen erbärmlich. Also soweit ich weiß, gibt es ja auch vom Bund genügend Geld für Parteien, die entsprechende Anzahlen an, Mit-
eine entsprechende Anzahl an Mitgliedern haben, die dann entsprechend noch Beitrag zahlen. Das würde irgendwie multipliziert und dann kriegen die Parteien dann noch ein bisschen Geld drauf. Wie genau das berechnet wird, kann ich euch auch nicht sagen. Aber eine Partei erhält Parteiförderung, gerade wenn sie irgendwo in Parlamenten vertreten ist. Und das ist nicht gerade wenig. Sicher, wenn man sich da das Konrad-Adenauer-Haus mietet, dann hat man vielleicht die ein oder anderen Fixkosten, die ein bisschen höher sind, als kleinere Parteien das haben. Aber verdammt nochmal, eine Partei ist nicht dazu da, um zu protzen, sondern um politische Arbeit für die Bürger zu machen. Da sollte es eigentlich nicht darum gehen, das eigene Portemonnaie vollzuhauen. Aber das ist, wie gesagt, nur meine bescheidene Meinung. Ihr dürft das gerne anders sehen. Aber genug vom Thema Parteispenden. Wir haben noch andere Sachen. Denn es gab von Frau Merkel bereits eine Neujahresansprache. Man könnte es auch nennen die Neujahresbevormundung, beziehungsweise es geht so in die gleiche Richtung wie das, was ich euch gestern erzählt habe mit den Medien. Schuldige suchen, Sündenböcke suchen dafür, dass man selber Mist gebaut hat, weil ihr seid ja alle einfach nur bescheuert und ihr versteht ja die Genialität der Medien nicht oder die Genialität eines Dani und was weiß ich nicht alles für ein Blödsinn. Ja, die Frau Merkel hat das Ganze nochmal ein bisschen intensiviert, denn sie hat dazu aufgerufen, ja, weil Klimagrätle und so und unsere Enkel baden ja aus, wenn wir nicht handeln. Also die Angstmaschine ist auch angerollt, so ein bisschen Ablasshandel fördern und so, nochmal zum letzten Tag des Jahres. Aber es wurde noch viel, viel besser. Denn sie hat unter anderem gesagt, dass die Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, ja, sie versteht ja, dass es Leute gibt, denen diese Maßnahmen Angst machen und die davon verunsichert sind. Also geht's noch? Also lasst euch das nochmal so richtig schön auf der Zunge zergehen. Die Merkel sagt, dass diese Maßnahmen, die die Bundesregierung beschlossen hat, was weiß ich, Kohleausstieg und Atomausstieg gleichzeitig und so weiter und den ganzen Bullshit, um die Arbeitnehmer maximal zu gängeln, anders kann man es nicht nennen, dass die ja eventuell dem einen oder anderen Angst machen könnten, aber wir wissen ja, was gut für euch ist. Es geht um die Rettung der Menschheit und wenn ihr das nicht versteht, naja, gut, ich verstehe, dass ihr Angst habt, aber dann seid ihr halt einfach blöd. So in dem Tenor war das mal wieder verfasst. Ihr kennt das ja mittlerweile, das hatten wir ja gestern schon. Twitter ist keine Plattform für Sarkasmus. Ja, ihr seid halt alle zu blöd, das zu verstehen. Ihr wisst ja, die Genialität, die übersteigt einfach den Intellekt der meisten normalen Leute, die nicht am öffentlich-rechtlichen Tropf hängen, scheint mir zumindest so. Also das ist so deren Selbstverständnis, das meine ich jetzt natürlich nicht ernst, schon klar. Und Frau Merkel geht nun in die gleiche Schiene und jeder, der sich nun eventuell kritisch dazu äußert, dass wir unsere eigene Versorgungssicherheit aufgeben, denn wir können nicht aus zwei Schlüsselenergien gleichzeitig aussteigen ohne sinnvolle Alternativen. Wir haben de facto gerade keine. Na gut, können wir schon. Wir können ja dann Atomstrom aus Frankreich importieren und Kohlestrom aus Polen oder so. Wir haben ja noch ein paar Nachbarn, die uns beliefern können. Aber naja gut, das haben wir ja schon gesagt, das ist einfach hirnverbrannt. Und Frau Merkel sagt nun, dass sie ja versteht, dass es einigen Angst macht. Ja, wie süß. Ist doch klar, dass die Leute vielleicht nicht ganz so fröhlich darüber sind, wenn man seine eigene Energieversorgung gegen die Wand fährt. Also ein Stromausfall ist jetzt nicht ganz so schön, beziehungsweise, dass die Leute damit überfordert sind, wenn die Energieversorgung kaputt ist. Das hat sie mit der Energieversorgung jetzt nicht gesagt. Na klar, aber wenn man das so weiterspinnt. Also ich glaube, ich weiß schon, wer als erstes damit überfordert ist, wenn der Strom nicht mehr funktioniert. Das sind nämlich unsere lieben Fridays for Future-Handy-Zombies, die sich plötzlich fragen, wo sie ihren Strom herbekommen sollen. Oder wo sie ihr Internet herkriegen, wenn die Funkmasten nicht beliefert werden. Aber soweit denkt man anscheinend im Jahr 2019 nicht. Alle, die sich jetzt kritisch äußern zu diesem ideologischen Blödsinn der Bundesregierung, die sind einfach nur überfordert. Die sind mit den Medien überfordert und mit der Genialität der Politiker und was weiß ich nicht alles. Also es ist so abartig, dass sich die Chefin eines Landes hinstellt und anderen vorwirft, sie wären ja einfach nur überfordert, wenn sie nicht sehen, wie genial und unbedingt notwendig die Maßnahmen sind, bla bla bla. Ja, herzlichen Glückwunsch, Frau Merkel. Und weil die Leute alle so überfordert sind und die Tragweite nicht verstehen, deswegen sind die Leute auch so sauer auf jemanden wie Frau Merkel, der massive politische Fehlentscheidungen getroffen hat. Naja, ihr wisst es jetzt, ihr seid einfach alle nur inkompetent. Herzlichen Glückwunsch, ich hab's nicht gesagt. Bedankt euch bei der lieben Frau Merkel, wir schaffen das und so. Aber sie hat noch was gesagt, denn sie meinte, in Deutschland muss doch jeder vor Hass und Gewalt und Hetze und bla 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 beschützt werden. Das ist ganz spannend, denn das stimmt eigentlich. Also das stimmt nicht eigentlich, das stimmt vollumfänglich. Aber ich frage mich, warum das immer erst dann relevant wird, wenn es in die eigene ideologische Filterblase passt. Wie schaut es denn aus mit Leuten, die beispielsweise von Extremisten links der Mitte stehend bedroht werden?
Wie sieht es aus mit AfD-Politikern, die teilweise auf offener Straße attackiert werden? Wie sieht es aus mit Kfz-Besitzern, deren Fahrzeuge abgefackelt werden, weil es irgendwelchen Extremisten gerade in den Kram passt? Müssen die nicht auch vor Hass beschützt werden? Oder sind das die Bösen und die darf man ja attackieren und, was weiß ich, ihnen Gewalt zufügen und so weiter? Also das Ganze wirkt auf mich schon wieder sehr, sehr einseitig, aber was habe ich anderes erwartet? Ganz ehrlich, von der CDU, naja, will ich nichts weiter zu sagen. Aber es wurde noch viel, viel besser heute. Wir müssen auch noch über Silvester reden. Ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal angekündigt. Wir haben aber noch die liebe Margarete. Denn ja, die hatte noch gefehlt in der Riege der Z-Promis, die sich irgendwie zum armen Dani, ja, der jetzt ganz, ganz schlimm bedroht wird, nachdem er eine nicht näher definierte Anzahl an Menschen als Nazisäue beschimpft hat, die sich nur noch auf dessen Seite schlägt. Und sie hat eine Kolumne in den Spiegel geschissen. Ich glaube, das kann man so nennen. Tut mir leid, wenn das wieder vulgär ist, aber ich weiß nicht, wie ich das anders bezeichnen soll. Lest euch dieses Machwerk durch. Ich habe auch überlegt, euch das vorzulesen, weil echt jeder Satz da der absolute Brüller ist. Das kann man als normal denkender Mensch mit ein bisschen Verstand nicht ernst nehmen. Es ist halt wieder so dieses klassische Filterbubble-Ding, völlig einseitig. Der arme Danny ist das arme Opfer, der hat ja keinem was getan und alle die Kritiker sind böse, Rechtsextreme und so weiter und so fort, also Scheibenwischer und so. Aber es wurde noch viel, viel besser, denn die liebe Margarete hat... Oh, wie hat es, ja, bedingungslose Solidarität gefordert. Solidarität muss bedingungslos sein. Es muss ja auch Kurse geben, wie man mit Hass im Internet umgeht. Denn es gibt ja auch Sicherheitskurse für Arbeitnehmer, wie man sich im Brandfall verhält, wie man zum Notausgang geht und so weiter. Und das muss es ja auch fürs Internet geben. Denn es kann doch nicht sein, dass der arme Dani bedroht wird für seine Meinungsfreiheit, weil er Satire macht. Der Typ hat... sehr, sehr viele Leute ganz, ganz schlimm beleidigt und NS-Verbrechen verharmlost, liebe Margarete. Kam bei dir vielleicht nicht so an, mag sein. Liest dir die Tweets nochmal ganz genau durch, dann kommst du da eventuell selber drauf. Ich weiß nicht, ob es da irgend so einen Kodex gibt, dass man die eigenen ideologischen Kollegen, Brüder, Schwestern, Genossen, wie auch immer man das nennt, nicht kritisieren darf. Mag alles sein, wäre ziemlich peinlich, aber genauso wirkt das. Denn liebe Margarete, wie kann man es denn gutheißen, wenn jemand andere als Nazisäue beschimpft, als Umweltsäue? Der liebe Böhmermann hat das durchaus ernst gemeint, nix Satire. Und wenn man die Kinder dazu auffordert, die eigenen Großeltern zu beschimpfen, beziehungsweise Kinder aus politischen Zwecken instrumentalisiert, wie kann man denn sowas toll finden? Wie kann man das auch noch verteidigen? Wie kann man da unbegrenzte Solidarität fordern? Die liebe Margarete hat sich natürlich ziemlich auf das, was ihr am besten in den Kram passt, eingeschossen, denn bei ihr ging es fast nur um die Morddrohungen, die er ja erhalten haben soll. Habe ich gestern schon gesagt, wäre da tatsächlich irgendeine handfeste Morddrohung eingegangen. Wäre absolut verwerflich, hatten wir schon besprochen, aber dann hätte der uns die schon längst unter die Nase gerieben. Da es aber offensichtlich bisher noch keine gab, also er hat sie ja noch nicht um sich geworfen, er ist damit noch nicht zum Frühstücksfernsehen, was weiß ich, gelaufen und hat das in jede Kamera gehalten, die ihm vor die Nase kam. Daher gehe ich davon aus, dass es die Morddrohung offenbar nicht gab. Wie gesagt, meine bescheidene Meinung. Ihr könnt mich gern korrigieren, wenn ihr da was kennt, aber ich habe ja gestern schon dazu aufgerufen, da gab es keine Screenshots oder so oder keine Links, wo ich das hätte nachvollziehen können. Also gehe ich davon aus, dass es bei Sprüchen wie den Söderblitz beim Scheißen erschlagen bleibt, also irgendwelche Verwünschungen und so, was da auf seiner Twitter-Seite stand, aber eben keine wirklichen Bedrohungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er bedroht wird, wenn er so eine Scheiße raushaut. Na klar, da hätte er mit rechnen können. Aber solange er diese Bedrohungen nicht öffentlich macht, was ja seine Vorgänger getan haben und sich damit ganz schön blamiert haben teilweise, da halte ich das Ganze doch eher für, naja, einen PR-Schachzug. Ihr dürft das gern anders sehen, wie gesagt, Meinungsfreiheit und so. Aber die Margarete hat sich nun explizit das vorgenommen. Keineswegs mal das Fehlverhalten von dem Danny H. beleuchtet. Nein, ihr ging es ja nur darum, dass er angeblich so schlimm bedroht wurde. Und darum hat sie ihre komplette Kolumne so ein bisschen drumherum gestrickt. Das war so die Quintessenz des Ganzen. Und wenn es tatsächlich so wäre, dass der Typ bedroht würde massiv, wie gesagt, hätte man wohl mitbekommen, dann könnte man da vielleicht sogar ein bisschen Verständnis für haben, für die Kolumne. Aber da es ja nun offensichtlich oder mutmaßlich nicht der Fall ist, also da mutet das doch irgendwie sehr, sehr seltsam an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man da so ein Propagandamachwerk vorgesetzt bekommt, von wegen schämt euch alle der arme Dani und seid gefälligst solidarisch, denn Solidarität muss ja bedingungslos sein. Ich habe es gestern schon gesagt, jemand, der andere Leute völlig ohne Skrupel beleidigt, teilweise bedroht, was weiß ich nicht alles. Er war ja wohl auch als Verdächtiger verhaftet, weil er auf einem Weihnachtsmarkt vor Jahren mal einen Familienvater attackiert haben soll oder so. Ich weiß nicht, ob es eine Verurteilung gab. Ich habe mich gefragt, wie so ein Lauch das hinbekommt. Also es ist jetzt keine Beleidigung, es ist einfach nur eine, wie nennt man das? Nicht ein
ein Adjektiv, was seinen körperlichen Zustand meiner Meinung nach ganz gut zusammenfasst, drücken wir das so aus. Also ich finde es halt, naja, egal. Ich frage mich echt, wie das gehen soll. Aber offensichtlich hat er da auch eine gewisse oder mutmaßlich eine durchaus gewaltsame Vergangenheit. Und da frage ich mich schon, wieso jemand dann bedingungslose Solidarität einfordern kann. Also es tut mir leid, jemand, der uns alle in einem Atemzug beleidigen würde, ohne da sich irgendwie vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen zu machen und zu hinterfragen, was er da gerade tut, mit dem bin ich nicht solidarisch. Sicher, wenn da Morddrohungen oder Gewaltdrohungen kommen, dann ist das zu verurteilen, das verurteile ich auch. Aber nicht, weil das gegen diesen Danny H. geht, sondern weil das in keinster Weise irgendwie angebracht ist. Egal, gegen wen es geht, das ist immer scheiße. Das ist das Niveau von diversen Extremisten, auf das man sich nicht herablassen sollte, das ist ganz klar. Aber Solidarität mit so einem? Nee. Also da habe ich wirklich genügend Sachen, die ich vorziehen würde. Sortieren der Briefmarkensammlungen, polieren von den Blättern im Wald. Ja, da fallen euch bestimmt auch noch schöne Sachen ein, die euch da wichtiger wären. Aber so viel zur Stokowski, die auch noch einen rausgerotzt hat zum Jahresende. Der Thunfisch, die Thunberg, die hat sich auch noch gemeldet. Denn wir hatten ja nun gestern das Interview mit ihrem Vater in der BBC, so rum. Der hat ja so eine auf früher selig gemacht, das arme Kind. Er macht den Klimaschutz ja nur, um sein Kind zu retten, bla 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 bla. Ja, von wegen, also kann man glauben oder auch nicht, ne? Und nun hat sich die kleine Gretel persönlich gemeldet. Denn sie mag es anscheinend nicht, dass sie nicht permanent im Mittelpunkt steht oder so. Sie hat nämlich appelliert, dass der Klimaschutz, dass die Klimakrise ja nicht nur eine wichtige Meldung unter vielen wichtigen Meldungen sein darf. Das muss die Top-Meldung, das muss das Top-Thema sein. Es kann ja nicht sein, dass es Sachen gibt, die gleichwertig oder wichtiger sind. Wo kommen wir denn da hin? Setzt gefälligst meinen Klimaprotest ganz oben auf die Timeline. Womit hat sie es begründet in ihrem Twitter-Post? Mit einem Diagramm, wo sie das her hat, weiß ich nicht. Was darstellen soll, wie stark die Emissionen weltweit sinken müssen, um dieses Klimaziel von diesem Pariser Abkommen einzuhalten. Liebe Gretel, dieses Abkommen, das war ein runter Stuhlkreis aus ein paar Leuten, die irgendwie meinten, die 1,5 Grad wären jetzt gerade cool. Das ist wissenschaftlich nicht unbedingt so haltbar. Da fehlen noch weitaus mehr Studien. Da muss noch weitaus stärker geforscht werden, was denn nun tatsächlich die Auswirkungen wären und was nicht. Aber sich an irgendeinem, naja, völlig willkürlich gesetzten Ziel entlang zu hangeln und so zu tun, als geht die Welt unter, wenn es bei 1,6 Grad rauskommt oder 1,7 Grad. Ich muss euch mal die Juna holen, deswegen bin ich kurz abgetaucht. Ihr habt sie gestern ja schon nicht gesehen. Ja, das ist einfach völlig hirnverbrannt und das zeigt eigentlich auch nur mal wieder, dass dieses Kind, naja, dass die Instrumentalisierung da offensichtlich ganz gut gelaufen hat, wenn man gelaufen ist, wenn man meint, dass die Welt untergeht, weil ein 1,5 Grad Ziel möglicherweise nicht erhalten werden könnte oder nicht erreicht werden könnte, bla bla bla. Naja, man beruft sich ja darauf, dass es ja dann der Wert vor der vorindustriellen Zeit wäre. Wie sah es denn vor 30.000 Jahren aus? Oder vor 10.000 Jahren? Hat man da Referenzwerte, die tatsächlich wirklich verifiziert werden können? Oder sind das möglicherweise alles Annäherungen? Sind das alles Thesen? Ist es vielleicht so, dass es schon mal weitaus wärmer war als jetzt? Dass weitaus mehr CO2 in der Atmosphäre war? Stichwort Dinosaurier. Naja, alles Mutmaßungen meinerseits, schon klar. Aber die heilige Gretel fordert nun ein, dass ihr Thema doch bitte Top-Thema sein muss. Naja, habt ihr eigentlich schon eure Tickets gekauft? Für 29,95 Euro könnt ihr die Welt retten, dürft ihr nicht vergessen. Na, das soll es dazu aber auch gewesen sein, denn wir müssen das Thema Silvester ja noch kurz besprechen. Da gab es nämlich auch den ein oder anderen Grünlinks-Artikel oder mutmaßlich Grünlinks-Artikel, der, wenn mal wieder in dem Tenor geschrieben war, dass ihr eigentlich alle doof seid, wenn ihr zu Silvester Spaß haben wollt, wenn ihr eine Rakete zünden wollt, seid ihr die größten Verbrecher, die es gibt. Und das muss ja alles sofort verboten werden. Denn wie kann es denn angehen, dass man in Deutschland noch privat Feuerwerk zünden darf? Es kann man ja mit nichts gerechtfertigt werden, keine vernünftige Begründung. Aber es ist ja eine deutsche Tradition, deswegen wird es ja eh nicht verboten. Berliner Zeitung, Meinungsartikel. Gut, Meinungsartikel, ja okay, aber es wurde publiziert in der Berliner Zeitung, also möglicherweise ist das nicht nur unbedingt die Meinung eines Gastautors, passt auch gut zu dem, was die Presse fast schon übergreifend momentan raushaut. Aber habt ihr gerade mitbekommen, was eine ziemlich interessante Formulierung ist? Feuerwerk wäre eine deutsche Tradition. Ja, sag das mal denen in Dubai oder denen in Australien, die heute Abend richtig die Sau rauslassen, oder denen in China, die jetzt schon kräftig dabei sind. Naja. Ihr wisst, Feuerwerk ist eine deutsche Tradition, deswegen ist es böse. Und wenn ihr Raketen zündet oder Böller, die reden ja pauschal von Böllern, denn irgendwie so normales Feuerwerk in Anführungszeichen, das scheint man da nicht zu kennen, dann
Jetzt seid ihr eigentlich dafür verantwortlich, dass die arme Greta so leidet. So war das fast schon geschrieben. Dann wurde noch darauf herumgeritten, na gut, das war beim Spiegel, dass es ja große Städte gibt, in denen es Feuerwerksverbotszonen gibt. Ja, in Berlin auch, am Alexanderplatz, am Brandenburger Tor. Kann man alles noch gut erklären, komme ich gleich zu. Und in der Palaststraße in Schöneberg. So, Brandenburger Tor, Festmeile. Logisch, dass man da kein Feuerwerk machen kann, wenn da hunderttausende Leute auf einem Haufen stehen. Alexanderplatz relativ ähnlich. Ich glaube, da ist auch ein... Nee, am Alexanderplatz ist kein großes Feuerwerk, das ist im Tiergarten wieder, also Brandenburger Tor die Ecke. Aber spannend ist, dass die Palaststraße da so ein bisschen rausfällt. Ihr habt ihr wahrscheinlich noch nie von gehört, Schöneberg. Es ist, naja, ein Bekannter sagte mal, es wäre die dreckigste Gegend in ganz West-Berlin. Ist nicht unbedingt das, wo man freiwillig hinzieht, will ich mal vorsichtig sagen. Das ist so ein riesiger Wohnblock, also wirklich so richtig... Google das einfach mal, gibt es auch gute Reportagen drüber, wo zehntausende Leute zusammengepfercht wurden, hat was von, ich will das böse Wort jetzt nicht nennen, aber ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, was ich meine, so, das mit dem, was mit G anfängt. Also es ist echt eine ziemlich miese Gegend, wo es auch immer wieder Gewalt gibt. Es gibt mehr, haufenweise Security-Dienste, die sich darum kümmern, dass da keiner die Treppenhäuser voll scheißt und so. Es kommt immer wieder zu Überfällen. Und da gab es wohl in den letzten Jahren immer irgendwelche Straßenschlachten. Die haben sich da gegenseitig beschossen mit ihren Raketen und dem möchte man jetzt entgegenwirken, indem man da das Feuerwerk verbietet. Ja, ist geil für die Familien mit kleinen Kindern, die da ihren Vulkan vors Haus stellen wollen. Es gibt zwar in Berlin keine Strafen, also keine Bußgelder, aber die Polizei will Pyrotechnik wohl einkassieren. Ja, geil. Wie wäre es denn, da mal bei den Ursachen anzusetzen und nicht die Leute zu bestrafen, die sich vernünftig mit ihrem Feuerwerk verhalten, sondern die Leute einzukassieren, die ja vielleicht andere Vorsätze haben, als friedlich ein paar Raketen zu zünden? Könnte man in Neukölln anfangen, mit ein paar Mannschaftswagen durchfahren, die alle einkassieren bis morgen in die Ausnüchterungszelle und dann hat sich das Problem. Aber nein, statt man die Schuldigen zusammensammelt, statt man die Schuldigen für ihr Fehlverhalten bestraft, bestraft man lieber pauschal alle, weil kann ja sein, dass ein paar Schuldige sich dran halten, also ein paar der normalerweise Schuldigen, die anderen, naja, Pech gehabt. Um es jetzt mal so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm zu sagen, die blöden Sklaven, die müssen doch keinen Spaß haben. Wo kommen wir denn da hin? Geht gefälligst arbeiten und Steuern zahlen und ansonsten. Wie war das mit unserer Bausenatorin? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer das rausgehauen hat. Ich habe den Namen vergessen. Aber so eine Umweltministerin oder Bau irgendwas hat rausgehauen, es braucht ja keiner größere Wohnungen, mehr als 30 Quadratmeter Wohnungen. Ja, genau. Geht gefälligst jeden Tag eure 8 Stunden zur Arbeit, zahlt eure Steuern, lasst euch einpferchen in irgendwelche Boxen und haltet die Schnauze und, ja gut, Großspenden an die Politik sind gern gesehen, aber alles Weitere. Und Feuerwerk? Nein. Ich wüsste gern, wie viele Politiker heute Abend in irgendwelchen VIP-Locations sitzen und sich da das, was weiß ich, Feuerwerk der Weltmeister von was weiß ich anschauen, wo sie wahrscheinlich... mit fettem Dienstwagen vorgefahren werden, haufenweise Entourage dabei haben, so Security und was weiß ich nicht alles, und sich da die 500-Euro-Flaschen Champagner reinziehen. Also, naja, andere Sache. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Ich habe gerade schon die Nachricht bekommen, wo ich denn bleibe, denn ich will jetzt auch los in den anderen hinterherfahren. Wir unterhalten uns dann morgen im neuen Jahr das erste Mal über hoffentlich andere Themen. Denn das, was dieses Jahr dominiert hat, das war eigentlich dieser Weltuntergang der heiligen Gretel. Was war es noch? Die liebe Interkontinentalrakete. Das war es dann auch schon fast. Ja, inkompetente Politiker, SPD und so. Aber irgendwie hat sich das alles so fast das ganze Jahr über relativ oft wiederholt. Ich hoffe, dass es im Jahr 2020 ein bisschen mehr Variationen gibt und dass die Leute sich nicht mehr so willig verarschen lassen. Also... wir haben ja auch jetzt schon wieder unsere lieben Grünlinge, allen voran die Deutsche Umwelthilfe, die will das Feuerwerk am liebsten komplett abschaffen, weil, na, die Welt geht unter, der Feinstaub und die Tiere und so. Gut, für Wildtiere bzw. für Vögel ist es tatsächlich nicht unproblematisch, das stimmt. Aber wenn dann immer die ganzen Katzenomas ankommen und meinen, ihre armen Katzen, bla bla bla, da frage ich mich, wie die Tiere, ich nenne es mal sozialisiert haben, das hat... also, oder erzogen haben, das ist halt auch ein blödes Wort, denn ich habe hier eine Katze, die liegt hier ganz entspannt, die juckt das Feuerwerk gar nicht. Ich hatte früher Hunde, die hat das gar nicht gejuckt. Ich war gestern ganz entspannt mit dem Pferd unterwegs, den hat das auch nicht gejuckt, dass rundherum geböllert wurde. Also oft ist es oder fast immer ist es eher so, dass die Besitzer ein Riesendrama machen und die Tiere dann entsprechend nervös werden, weil sie sehen, oh, da ist irgendwas nicht in Ordnung, die Besitzer sind ja völlig durch den Wind. Also das meiste kommt eher daher. Aber das kann man denen natürlich nicht sagen, das verstehen die nicht, da steigern die sich noch weitaus mehr rein und schimpfen und keifen und was weiß ich nicht alles. Also da sollte man auch mal die Kirche im Dorf lassen und sein eigenes Verhalten hinterfragen. Juna ist tiefenentspannt, die liegt gerade hier auf dem Fußboden, ihr habt sie ja gerade gesehen. Und draußen knallt schon die ganze Zeit.
Es ist sogar ganz gut, dass es schon seit einigen Tagen vorher knallt. Das mögen zwar viele Leute nicht, aber für Haustiere oder für Tiere generell ist es eine ziemliche Erleichterung. Denn wenn das um Punkt Mitternacht an einem Tag plötzlich losgehen würde, die gar nicht wüssten, was los ist, riesiger Weltuntergang, dann wäre das viel, viel stressiger, viel, viel schlimmer, als wenn sie da schon so ein bisschen abgehärtet werden. Denn gerade auch Wildtiere, die merken sich das, die kriegen das schon mit. Ich komme ja nun selber vom Dorf, da ist es in der Regel so, dass wenn angefangen wird mit irgendwelchen Knallern und so, dann kriegen die Waldtiere mit, hey, okay, da kommt was, wir verstecken uns und sowas. Und das wäre eben alles weg, wenn man, ja, was heißt verbieten? Aber es gibt ja durchaus Leute, die wollen ja Silvester ganz verbieten, nur noch öffentliche Feuerwerke und so. Und wenn man das wirklich so machen würde, dann wäre das für die Tiere eine weitaus höhere Belastung. Denn nur weil in Kleinkleckersdorf, der Dorfstraße, was weiß ich nicht alles, jetzt keiner seine Rakete zünden darf, da ist es doch auch nicht ruhiger, wenn 2 Kilometer weiter ein Riesenfeuerwerk hochgeht. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist eigentlich relativ logisch. Es gibt ja auch diverse Studien, die uns aktuell verkauft werden, von wegen 51% aller Deutschen lehnen Feuerwerke ab. Die wollen das verbieten und 2/3 der Menschen, bla bla bla. Also ich bin nicht befragt worden. Hat euch jemand gefragt? Naja, das sind wieder diese repräsentativen Studien, wo so 2000 Leute rangezogen werden, die man wahrscheinlich in der eigenen Kartei hat, die immer wieder gefragt werden und das war's dann. Aber ob man das nun wirklich als Meinungsbild verkaufen kann, weiß ich nicht. Naja, macht euch einen wunderschönen Abend, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns dann morgen wieder. Juna kann ich euch gerade nicht zeigen, die liegt auf meinem Boden und da liegt ganz, ganz viel Kram vom Basteln. Hier sieht es echt aus wie im Schweinestall, alles voller Spraydosen und Moosgummi und so. Ich baue mal wieder an einem Cosplay, ihr wisst ja schon. Zeige ich euch, wenn ich mal aufgeräumt habe. Bis dann.